sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ich bin hier auf dem Dimirhof und folge gerade einer Spur aus Brotkrumen, die die Orochis hinterlassen haben. Irgendwas läuft hier nicht ganz knusper. Die haben hier irgendwelche Forschungen und Untersuchungen wieder gemacht, die eigentlich nicht ganz normal sind. Und irgendwie ist das alles nicht so schön. Und ich folge jetzt gerade der Spur, die die so in diesem Gebiet hinterlassen haben, um herauszufinden, was die hier eigentlich genau erforschen wollten bzw. erforscht haben. Die haben jetzt hier mit Werwölfen und Wölfen und Tollwut rum experimentiert. Und das halte ich eigentlich nicht so für die ganz klügste Idee. Aber gut, das sind die Orochis, das sind halt auch nicht gerade die Klügsten, ne? So, da ist doch schon der nächste Orochi-Punkt. Oh, da ist eine Drohne, da muss ich ein bisschen aufpassen, ich sehe schon. Gut, jetzt soll das untersucht werden. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, macht auch mal jemand das Licht aus hier. Und da sind... da ist ein Ghoul. Ja, die Ghule machen mir jetzt nicht so große Sorge, eher die Drohnen, ne? So, hier, komm her, du bist hier auch nicht wirklich eine Gefahr. Ich wollte aber gucken, guck mal, können wir hier, guck mal, hier bin ich doch, glaube ich, richtig. Ich glaube, hier bin ich dann auch sicher vor den Drohnen, oder? Hier drin. Also ich bin da einfach mal optimistisch und guter Dinge jetzt. So, und was machst du jetzt? Stehst du da draußen rum, kamst du, Maut, aber der haut auch nicht zu, oder was, ne? Was macht der denn? Ja, prima. Dann untersuche ich jetzt den Unfall. Das Unfallformular. Hier gibt es nichts Interessantes. Noch was. Urlaubsantragsformular. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Hier ist hinten ist noch was. Ausrüstungsanforderungsformular. Ah, sehr gut. Mitarbeiterfreigabenummer, Ausrüstung, Betäubungspfeile Typ E, Anmerkung für den Wolfsbefall im Außenposten 30-10a und 30-10b, Ausrüstung, Betäubungsschlag, Stock SQ809, Anmerkung, nicht letale Bewaffnung für Außenposten 30-10c, Ausrüstung, Schutzkleidung, Lichtbogenkennwert, ATPV mindestens Klasse 4. Anmerkung, gegen die elektrischen Organentladungen der örtlichen parazoologischen Fauna im Außenposten. Weißt du, die ganze Zeit macht er nichts und dann stehe ich hier und lese. Ey, wie geil ist das denn? Ach, naja, egal. Hier, komm her, jetzt. Bist du ja wohl ein bisschen bescheuert oder was hier? Ich bin hier ja auch noch nicht fertig, das ist ja so die Sache. Ich habe ja hier auch noch die Nebenmission. Ich soll ja hier auch noch für die Nebenmission was finden. Ja, nee, in deiner grünen Schmodderrotze, da kannst du selber stehen bleiben. Aber schönen Dank auch fürs Gespräch, ey. So. Mann, was hat der? 25k, das ist aber schon viel, ey. Okay. Ja, die Drohnen machen mir hier ein bisschen Sorge, würde ich sagen. Aber... Nee, ich will da nicht dran stehen bleiben, du. Aber schönen Dank. Warum kommst du denn nicht einfach, was du jetzt so gerade eben schon mitkommen können? Lass mich da erst halb vorlesen. Und dann fängst du an, da deinen grünen Schmodderadatz nach mir zu schmeißen. Das ist irgendwie doof. Ja. So. Ich stehe im grünen radioaktiven Schmodderadatz hier. Egal. So. Stirb jetzt. So, wunderbar. Du bist tot. Prima. Jetzt kann ich nämlich da mal eben umswitchen auf die andere Mission. Hier muss noch irgendwo der Feldbericht rumliegen. Wahrscheinlich wieder bei irgendwelchen Orochi-Leichen. Da drin vielleicht. Guck mal, ich gehe hier gleich mal da in das Ding hier noch rein. Ich will nur eben gucken, wo die Drohne... Ah, nee, die guckt, die dreht um. Dann gucke ich hier jetzt mal rein, ob hier der Bericht ist. Ja, Bericht, siehst du, einwandfrei. Na, das ist doch perfekt. Dann kann ich die Ghule hier jetzt noch eben schnell umhauen und dann fertig. Die sind ja nun nicht so schlimm, ne? Schon ein wenig lästig, aber... Okay, dann nehme ich den Bericht mit. Sehr schön. Und kann mich jetzt auf die Suche machen nach dem nächsten... nach dem nächsten Orochi-Lager. Hey, mich hat keine Drohne erwischt. Ich möchte das bitte einmal festgehalten haben. Das ist ja... Ach, guck.
Guck mal, wie schön das von hier oben aussieht. Also den Blick hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Habe ich noch nie so. Das ist cool, oder? Der Wagen von der Anastasia. Ja, schick. Mag ich ja sehr. Die Mission weniger. Ne? Das sind alles Sachen, die, ich glaube, ich fange dann eine Staffel an, was liegen blieb, ne? Wo ich dann einfach die ganzen liegen gebliebenen Sachen mache. Ja, ich husche mich jetzt hier durch. Ich glaube, das macht dann am meisten Sinn. Ich habe ja in verschiedenen Gebieten Sachen liegen, glaube ich. In Ägypten fehlen auch ein paar Missionen und so. Und deswegen, da mache ich dann mal so eine was liegen blieb Staffel noch von. Und dann, glaube ich, geht das ganz gut. So, zack. Ja, ich hoffe, ich bin hier noch wunderbar richtig und so. Ich hoffe es einfach mal, ne? So. Verfilzte, pilzige, eklige Spinnen und itzy bitsy Spiders. Und Schnecken und überhaupt. Und da ist es. Ja, ich sehe das Forschungsding der Orochis da schon rumflattern. Ist das denn nichts? Ist doch schön. Also schön ist was anderes, aber. Ja gut, das ist ja prima. Einer schneckt die mir nach bis hierhin. Ich glaub's ja wohl nicht. So, ja, hier komm her. Jetzt reicht's mir, ey. Ihr habt ja nicht viel HP, wa? Mensch, ist ja prima. Das ist ja gut. Aber ihr seht ganz schön elektrisiert aus, Mensch. So, ja. Würdest du auch kaputt gehen? Vielen Dank. Ich muss hier mal aus dem Schmodderadatz raus. So. Was ist das denn? Sich Zugang zum Orochi-Forschungszelt verschaffen. Ich benutze mal den Generator. Laserzaun wurde deaktiviert. Ja, alles klar. Das ist ja prima, ne? Da war wohl ein Laserzaun an, oder was? Oh mein Gott, ich sollte vielleicht. Oh, jetzt ist der Laserzaun aber wieder aktiviert, ne? Und was machst du denn hier? Ja, ich, könnt ihr mal einen schönen Trank nehmen? So. Mann, 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 du. Ich sage es dir. So, das kann ich mal wieder kleiner ziehen. So. Einwandfrei. Orochi-Computer benutzen. Mache ich. Netzwerk der örtlichen Außenposten. Ja, auch das. Außenposten. Ghoul-Spucke enthält wie erwartet extrem viele Bakterien, vergleichbar mit Komodowaranen. Diese Bakterienstämme sind hochgradig virulent. Es dauert normalerweise 3 Tage, bis eine Probe von P. multocia eine Petrischale komplett bedeckt. Unsere Probe hat dafür 5 Stunden gebraucht. Opfer, die einen Ghoulbiss überleben, sterben kurze Zeit später. Das ist nicht schön. Proben mutierter Pilzsporen gesammelt und eingeschickt. Dr. Schreber schwadroniert gerne stundenlang über Zombie-Ameisen, wenn man ihn lässt. Ich glaube, er begreift gar nicht, wie gefährlich das Sammeln dieser Dinger ist. Wilson ist letzte Nacht verschwunden. Am Morgen haben wir ihn dann tot aufgefunden, ganz oben an einem Baum festgeklammert. Aus seinem Kopf traten Sporen aus. Das ist eklig, ja. Vergula Divinia Project Field Report, Outpost 3010D. November 6th. Today we acquired human test subject from local Romani camp. Preliminary testing is underway. Initial results with adolescent subject are positive, supporting modified hypothesis. We'll attempt to acquire more subjects for the nursery. VD type 39, development initiated. Ja, prima. Jetzt werden Kinder entführt. Ja. Da dran zu forschen, ist doch auch, ne? Hat ja auch was für sich, ne? So, hier ist noch ein Tablet. Achso, jetzt ist der Laserzaun deaktiviert, aber ich wollte jetzt eigentlich gucken. Mir fehlt hier ja wieder noch, ne? Also, you know what I mean? Hier. Ich weiß nicht, dass ich das hier drin übersehe, dann ärgere ich mich nur. Aber nee, sieht nicht danach aus. Ich mach mal den Laserzaun wieder weg. So.
oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich nur schauen. Ey, sag mal, die sind ja wohl ein bisschen doof oder was hier? Mal, die schießt noch auf mich. Ich glaub's ja wohl echt nicht, ey. Irgendwo muss ja hier vermutlich. Da liegt doch eine Leiche rum. Guck mal, dann hau ich den noch hier kaputt. Dann werde ich hier wahrscheinlich richtig sein. Ja, komm her hier mit deinen coolen Pilzen, die du machen kannst. Die brauche ich gar nicht. Die finde ich eher ekelerregend. Aber macht ja nichts, ey. Damit kannst du mich nicht beeindrucken, Kollege. Hat der hier... Oh Gott, der hat sowas gar nicht, was ich will. Hier so ein Forschungsbericht. Ah, Mensch. Ärgerlich. Ach doch, hier. Da, guck mal, der hat den gespawnt. Ist ja geil. Okay. Sehr schön. So, und jetzt noch den... letzten. Sehr gut. Auf geht's. Den letzten Außenposten finden. Hm? Ja, Kinder aus dem Roma-Lager. Haben die Roma irgendwas eigentlich erzählt über entführte Kinder? Ich könnte mich überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, die haben das nicht zur Sprache gebracht, dass da Kinder entführt worden sind. Warum nicht? Ist ja merkwürdig, oder? So, ah ja, hier, da ist doch schon das Orochi-Zeichen, I see. Das wütende Echo des Kindes besiegen. Welches wütende Echo? Ach, da oben. Ja, hier, komm her, du. Wütendes Echo des Kindes. Oh Gott, hat er 35? Ach, du meine Güte. Also manchmal frage ich mich aber schon wirklich allen Ernstes, ne? Ach nee, komm schon, ich hab nicht noch einen Unterbrecher mit. Das finde ich echt ein bisschen doof hier. So, komm her. So. Na hier, das hier. Höchstens. Zack. Oh, nee, das wollte ich nicht. Alles klar. Hier waren wir auch schon mal in diesem Orochi-Camp tatsächlich, ne? Also, hier haben wir schon mal so eine Nebenmission gehabt. Oh, ich komme hier nicht raus, gedutschelt, ne. So. Oh, ja, genau. Stell mich auch noch ab. Weißt du, das ist ja echt unglaublich mit dir. Ja, du mich auch, weißt du? Mit wachsender Begeisterung. Echt wahr, ey. Mitten in die Goschenei. Lass mich hier raus. Na komm. Put, 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 put. Da liegt der Bericht auf alle Fälle auch. Na, das ist ja prima, Mensch. Ist das denn nichts? Und der ist schon ein bisschen lästig hier, wa? Das wütende Echo des Kindes. Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Hier, kann ich das bitte mal unterbrechen? Vielen Dank. Ah, oh, jetzt... Ne, jetzt renne ich da nicht nur wieder raus. Also, ich weiß auch nicht. So, aber der hat es ja jetzt hinter sich. Wunderbar. Gut, okay. Jetzt benutze ich erstmal hier, was auf, das Foto des Berichts nehme ich jetzt hier erstmal, den Bericht. Und das Foto. Da, das ist ja hier die Kleine aus dem, das ist die, tatsächlich die Kleine aus dem Roma-Lager. Oh Gott, ist sie jetzt entführt worden? Das ist aber nicht nett. Den potenziellen Kandidaten finden, ja, ich weiß ja, wer das ist. Also so ist ja noch nicht, andersrum, da geht's lang. Da husche ich jetzt mal noch hin. Komm mal, und während ich das mache, könnte ich ja mal den Bericht hier senden. Ach so, nichts. Ach doch, ich gebe ein paar Infos an unsere Geeks von der Parazoologie-Ideenfabrik weiter. Die biotechnischen Anwendungen übernatürlicher Anatomie sind grenzenlos. Bitte sagen Sie ihnen das bloß nicht. Ja, ja, die Geeks. So. Auf geht's. Ja, hallo. Willkommen. 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 Da ist doch die kleine Maus, guck. I used to play with her. She was only 2 years older than me. She just received her weapon. She could hit a tin can from 100 meters away. She was really good. I don't know why she went into the forest without the adults. Or why she brought her brother. That was stupid. He's 1 year younger than me.
Hey, have you seen any kids out there? A girl about this tall? And a boy with curly hair. He's much shorter than me. Oh. I didn't think so. The grown-ups have been looking for many days. There's no trace of them. Neither Elenia or her brother Mika. They've been eaten by werewolves. Don't say that. Maybe they were captured by vampires. Or kidnapped by ghouls. Or by those creepy farmers. They are stupid and dangerous and evil. Milosh said so. They scare me. I don't scare easy. Or maybe they just got lost in the woods. It could happen. It's pretty easy to get lost out there. If they did, we will find them. Right? Right, wenn sie sich nur verlaufen haben, dann finden wir sie natürlich. Ja, und ich würde aber sagen, ich sende jetzt hier noch meinen Bericht. Ne? Die sprechenden Köpfe sind besorgt. Ihr Profil wurde durch einen Wahrscheinlichkeitsmatrix gejagt und es könnte sein, dass sie wegen der vermissten Mutantenkinder eine emotionale Blockade entwickeln. Na. Ich habe ihnen versichert, dass sie sich wegen ihnen keine Sorgen machen müssen. Lassen sie mich jetzt bloß nicht als Lügnerin dastehen, okay? Durch die Beteiligung von Orochi wird die Sache massiv knifflig und es gibt Hinweise darauf, dass die Vorgänge dort ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehen. Ich will von Ihnen eiskalte Entscheidungen, auch wenn es hässlich wird. Halten Sie mich auf dem Laufenden, Kirsten Geary. Alles klar, Kirsten. Und damit verabschiede ich mich jetzt aus diesem Part. Und wenn das Beil fällt, werde ich dann im nächsten Part mit dir zusammenspielen. Ich danke dir jetzt fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.